Grüß Gott, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich melde mich vom Schlagerspiel der Saison zwischen dem Gästeverein Minigolf Hietzing und dem BSGVL. Kaiserwetter auf der vor Jahrzehnten sicher wunderschönen Anlage des KDAG in Wien. 90 Minuten, Demos Trainer, nachher da kannst du haben spielen. Unsere Mannschaft hat sich gefunden, schauen Sie nur die Spieler. Unsere Mannschaft ist nie unten, weil ja jeder etwas kann. Ein gefährlicher Angriff Hietzings von der rechten Seite, doch da ist der Libero Weinhofer Robert zur Stelle und klärt souverän. Peter Riesbacher erkämpft sich hier den Ball im Strafraum. Das ist eine herrliche Einschussmöglichkeit für den BSGVL und leider etwas daneben. Das war sicher eine herrliche Chance. Und das gibt Torabstoß vom Tore Hietzings. Und zwar wird Günther Bartl diesen Backstoß treten. Die Gastgeber in den gewohnt rot-weißen Dressen, der BSGVL in den braunen Leibchen. Noch ein Wort zu den Zuschauern. Das Stadion ist so gut wie ausverkauft. Der BSGVL wird es sicher sehr schwer haben, sich hier gegen den stimmgewaltigen Anhang der rot-weißen durchzusetzen. Und jetzt eines der harten Laufduelle zwischen Weinhofer und Smutny von Hietzing. Der Turm in der Schlacht bei BSGVL ist sicher Lakos Karl, ehemaliger Obermann, der den Ball wohl kaum unter Kontrolle halten kann, aber immer wieder einen gegnerischen Abwehrspieler auf sich zieht. Die Leute jubeln, doch er ist gekränkt, weshalb ihm Torwart Fangschuss ein paar Brennnessel schenkt. Dr. Kronenkorken, der Manager vom Club, formiert gerade einen Schlägertrupp. Ja, das nenn ich Stimmung, das nenn ich Spiel. Hier kämpft rückwärts 68 gegen Brechstange Kiel. Die Gegner haben ihre Nummern verhängt, damit der Schiedsrichter sie nicht gleich erkennt. Das bringt ihnen ohne viel Gefahr. Und unser weibliches Publikum ist von den Athleten sichtlich hingerissen. Ihren Richter Cosinus, der liegt im Gras, vermisst die Ecke nach Pythagoras. Ja, das bin ich Stimmung, ja, das bin ich Spiel. Hier kämpfen rückwärts 68 gegen Rechtsange Kiel. Mittelstürmer Rammel kommt mit Stelzen ins Spiel, weil er die Kieler höher schlagen will. Wofür ihm Richter Amok, weil es ihm jetzt reicht, ohne viel zu zögern, die Deutschlandkarte zeigt. Außenstürmer Wiesel an den Pfosten uriniert, wofür Klovat Fangschuss...
sehr lauffreudig heute Hasi Freilach, der hier links außen nach vorne hirscht und nach geschickter Körpertäuschung das Leder zur Mitte flankt. Doch hier... Brechstange tief. Jetzt unser fußballspielender Zuckerbäcker Schani Schmidt. Auch als Kreisläufer sehr bekannt, er ist nur schwer vom Ball zu trennen, wahnsinnig stark am Ball und im Dribbling. Ein Strafraum überdacht, weil ihm bei Flut das Flutlicht so zu schaffen macht. Der Schiri gibt bekannt, dass er das Spiel unterbricht, wenn man ihn noch einmal mit einer Stecknadel sticht. Trainer Theo Taktik hat sich im Stadion verirrt, woraufhin er von zwei Ordnern abgeheftet wird. Ja, das nenne ich Stimmung, das nenne ich Spiel. Hier kämpft rückwärts 68 gegen Rechtsstaat. Libero Peter Knallfrosch hat seine Hälfte verblombt. Woher der Spruch, der kriegt nichts auf den Kasten, kommt. Links außen Paul Plattfuß lässt sich nicht verdrießen. Er versucht seit 10 Minuten das Tor einzuschießen. Endlich hat er es geschafft, die Leute stehen auf den Stühlen. Mein Gott, wie sich jetzt die 68er fühlen. Denn erstens war das Abseits und zweitens ist es Spiel. Und drittens gibt es immer noch ein Rückspiel in Kiel. Im Tor des BSG VL, der etwas beleibte Löwe von gestern, auch schneller Puma genannt, Leo Moik ist es. Und hier eine herrliche Einschussmöglichkeit für Günter Lakic, dem Unterernährten, völlig freistehend am Fünfer. Ja, meine Damen und Herren, dass sowas gibt, verfehlt er knapp das Leder und legt einen gekonnten Tanzschritt ein. Die Seiten sind jetzt gewechselt beim Stande vom 1:1. Gottfried Hofstetter hat den Ausgleich für den BSG VL erzielt. Hitzing drängt jetzt immer mehr und mehr auf eine Entscheidung, aber der BSG VL überlässt taktisch richtig dem Gegner das Mittelfeld und lässt ihm einfach kommen und hinten mit seiner starken Abwehr kann er ihm jederzeit abfangen. Er hat ja auch einen hervorragenden Schlussmann, den eingangs erwähnten schnellen, beleibten Puma. Du jetzt nicht schimpfen über mich, ich bin in Hochform wie noch nie. Und immer wieder rollen die Angriffe Hitzings über Schneckerl Bartl, der die Frisur gleich seines großen Vorbildes hat. Das kommt vom vielen Training, bisher war's vielleicht zu wenig, das hat schon so mancher zu mir gesagt. Ich hab mir's zu Herzen genommen, drum bin ich in Hochform gekommen und leg mir das Schneckerl vor, dann schreien alle Schießer Tor. Du jetzt nicht schimpfen über mich, ich bin in Hochform wie noch nie, aber trotzdem nur ein Mensch wie sie. Solange ich in Form bin wie heute, solange gibt's bei mir keine Pleite. Manchmal gibt es heute kein schönes Spiel, das Leder rennt nicht immer wie man will. Du jetzt nicht schimpfen über mich, ich bin in Hochform wie noch nie. Mein Tipp ist wieder sehr gefragt.
Ja, das kommt vom vielen Training. Bisher war's vielleicht zu wenig. Das hat schon so manche zu mir gesagt. Ich hab mir's zu Herzen genommen. Drum bin ich in Hochform gekommen. Und legt mir das Schneckerl vor. Jetzt, meine Damen und Herren, Hinz im Strafraum von Hans Smutny. Smutny von Hitzing hier in Hinz, das muss einen Elfmeter geben, meine Damen und Herren. Jawohl, es ist Elfmeter. Wer wird diesen Penalty treten? Robert Weinhofer legt sich den Ball zurecht. Ja, das fällt sicher bereits wahrscheinlich die Entscheidung. Hier Weinhofer läuft an, Schuss und Tor, Tor, Tor! Das ist der Sieg des BGSVL hier, meine Damen und Herren. 2:1, 2:1. Schee haben wir gespielt, nur haben wir verloren. Mit bisschen Glück haben wir Weltmeister geworden. Die Schiedsrichter waren's, die Ballen waren nicht rund. Für dich haben wir gehabt, jetzt ist noch der Grund. Aber immerhin, wir waren dabei und andere nicht. Wir werden schon sein, das nächste Mal für besser. Wir haben uns gerade los, da geht es weg. So geht es jedem auf dieser Welt. Die Straziola zum Siebege. Solange es noch Hände und gibt und Bier und Wein, solange es noch ein Dumm und Arbeit sein. Jeder hat sie aus der in der Stadt und auf dem Land, vor der Warnung und der Zwölfung. Wir sind verhaftet.